Herzlich willkommen zu diesem Gameplay. Und zwar ist dieses Gameplay heute über... Na, wo haben wir es denn? Erstmal den ganzen Vorspann wegblättern. Und zwar ist dieses Gameplay heute über Flatout 2. Hier seht ihr die Vorschau. Also das Spiel ist richtig cool. Und ich werde da jetzt heute mal eine Strecke mit euch zusammen fahren und ein bisschen etwas erklären. Also, hier habt ihr schon gesehen, ich habe auf Start gedrückt. Dann kommen wir hier zu unserem Ausgangsbildschirm, da können wir die verschiedenen Profile wählen. Ich gehe jetzt mal in mein Profil, was ich schon durchgespielt habe. Da drücke ich drauf, dann kann ich hier Singleplayer wählen, Multiplayer, Profil changen, also dann komme ich wieder zurück. Oder ich kann Optionen einstellen, Extras und das Spiel beenden. Wir gehen jetzt mal auf Singleplayer. Entweder gehen wir jetzt auf Karriere, da können wir unsere Karriere hier fortsetzen, wobei ich aber hier schon fertig bin. Oder wir können hier auf Single Race gehen, was wir jetzt machen werden. Oder Single Stunt, Single Event oder Single Derby. Wir gehen jetzt auf Single Race und da kann ich jetzt hier auswählen. Das wird erst nach und nach freigeschaltet. Am Anfang schaut das noch nicht so aus. Da gibt es jetzt ja, wenn ich durchgespielt habe, Forest, Field, Desert, Canal, City und Race. Ich gehe jetzt mal mit euch auf die City. Und da kann ich jetzt hier noch verschiedene Strecken auswählen. Da nehmen wir einfach doch mal die. Und das Auto nehmen wir mal das da. Zuerst, also ich muss sagen, ich bin hier nicht gerade der Profi darin. Ich habe es jetzt zwar schon durchgespielt, aber ja, vielleicht klappt es auch nicht. Also dann fangen wir mal an. Eingabe drücken. Dann halten wir jetzt hier mal das ein bisschen hoch, damit der schnell losfährt. Und los geht's. Also Flatout 2 ist hauptsächlich ein Spiel, wo man Erster werden muss, aber auch Gegner zercrashen muss. Also in einem Single Race schafft man es, glaube ich, also schaffe ich es nicht, einen ganz kaputt zu machen. Aber naja, ich versuche es einfach mal so schnell wie möglich zu fahren. Und ihr seht hier rechts auch schon, der Nitro-Balken hat sich ganz schön gefüllt. Dann drücken wir doch mal auf Nitro. Oh, oh fuck. Okay, jetzt sind wir schon bei 280 und jetzt wird es brenzlig. Oh ja, danke. Oh nein, sie haben mich überholt. Fuck, bam und weg ist er. Okay, das war wohl nichts. Wow, oh shit, okay, ich bin rausgefallen. Und ich muss mal aufpassen, mein Auto ist nämlich schon ziemlich schrottig. Und es muss noch 4 Runden halten. Also wenn ihr hier so Fensterscheiben und so weiter kaputt macht, dann bekommt ihr auch Nitro. Hier zum Beispiel. Bam. Dann geben wir mal wieder Gas. Oh, Achtung. Also das Spiel ist echt wirklich zu empfehlen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel es im App Store gekostet hat. Es gibt es auch für Windows. Es gibt eine Demo auf der Webseite oder bei Chip Online, glaube ich, gibt es auch eine Demo. Die habe ich mir auch erstmal geholt. Für Windows. Oh, oh shit. Okay. Ich glaube, das war's dann mit mir. Es gibt eine Demo, die ist kostenlos, wie gesagt. Und dann das Spiel im Mac App Store habe ich es mir geholt. Da kostet es, ich glaube 5 Euro oder sowas. So, und jetzt bin ich ganz kaputt. Na gut, ich wollte euch auch nur mal das Spiel vorstellen. Ich kann aber gerne jetzt für diejenigen, die hier jetzt das Spiel gesehen haben, ich würde es weiterempfehlen. Und für diejenigen, das wollte ich ja gar nicht, für diejenigen, die jetzt nochmal ein Spiel von mir sehen wollen, die können jetzt das Video weiterschauen. Und wenn nicht, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, ich wollte euch nur mal das Spiel vorstellen. Und dann bis zum nächsten Video. Und für die anderen, die jetzt noch dranbleiben, jetzt spiele ich nochmal eine Strecke. Ich nehme diesmal die. Und wir nehmen mal dieses Auto hier. Das ist ziemlich gut, weil es eine
ein großes Gewicht hat. Und ja, dann geben wir doch mal Gas. Wuhu! Let's go! Jetzt habe ich diesmal nicht City ausgewählt, sondern diesmal habe ich ausgewählt. Wow, ich muss mich konzentrieren. Diesmal habe ich ausgewählt. Ja, was steht der da blöd rum? Diesmal habe ich Race ausgewählt. Oh. Mist, ich bin letzter. Okay, dafür ist mein Nitro-Balken voll. Okay, dann wollen wir doch mal uns auf die Aufholjagd wagen. Ui, da ist auch einer liegen geblieben. Okay. Was ist das denn für ein Geisterfahrer hier? Auch nicht schlecht. Ui, ja. Was nehmen wir denn hier mit? Ein Hütchen? Hallo, flieg mal runter. Hey, hallo. Wow. Oh, ich hasse diese Stelle. Gut. Okay, und schon sind wir Dritter. Ja, 2 von 4 Runden. Und weg mit dir. Wow. Haha, der versucht sich zu rächen. Oh, noch einer ist vorne. Dann schauen wir doch mal, dass wir den einholen. Oh, das bringt Nitro, aber keine Geschwindigkeit. Aber jetzt kann ich Nitro zünden und dann bin ich wieder weg von dem Kerl. Oh. Puh, Glück gehabt. Oh, der Gelbe kommt. Achtung. Ja, also das Spiel ist eigentlich selbsterklärend. Links sehe ich jetzt hier die Strecke. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da schaue ich öfters mal hin. Und sonst ist da eigentlich nichts weiter, was man erklären müsste. Jeder, der schon mal ein Rennspiel gespielt hat, weiß eigentlich Bescheid. Genau, der Online-Modus. Man kann auch online gegen Online-Gegner spielen. Der gefällt mir nicht so sehr, weil das klappt irgendwie nicht so wirklich. Aber sonst ist das Spiel wirklich sehr zu empfehlen. Vor allem im Mac App Store für alle, die ein Apple-Produkt besitzen, ist es günstiger, glaube ich, als wenn man jetzt eine Windows-CD im Laden kauft. Ah, da müsst ihr mal schauen. Ich wollte euch jetzt nur mal auf das Spiel aufmerksam machen, weil also mir das ziemlich viel Spaß macht und ich, wie ich finde, das eins der, also es ist das beste Rennspiel im App Store. So, und dann wären wir hier auch schon im Ziel. Dann bremst ihr so ab und ja, dann kommen jetzt hier auch noch die Ergebnisse. Also normalerweise müssten jetzt noch die Ergebnisse kommen. Kommen jetzt nicht. Ah, jetzt, okay. Genau, ich heiße Markus, bin der Erste und die anderen, also Sophia Martinez und Jack Benton sind immer irgendwie die Besten. Also, ja. Okay, das war's dann jetzt hier für dieses Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.